Ursprung. Ich fürchte, dass ich selbst etwas Nachhilfe darin bräuchte. Ach, guck mal, alle versammelt hier. Und dann kannst du gleich. Und wir haben von jedem einzelnen Charakter alle Nebenmissionen abgeschlossen. Das war super. So, Dion, Joshua, Clive. Große Finale. Clive, falls du Paps da oben siehst, sag ihm, dass er alles richtig gemacht hat. Ihm sagen? Er wird in der ersten Reihe sitzen. Das Spektakel lässt er sich nicht entgehen. Mit, mach keinen Unfug. Mal sehen. Gav, du hast jetzt das Sagen. Da wird Taya aber nicht erfreut sein. Also komm zurück, bevor sie es erfährt. Danke, Jote. Und verzeih. Euer Gnaden, ich werde beten, dass ihr sicher zurückkehrt. Bete lieber dafür, dass er auch seine Medizin eingepackt hat. Schließlich habe ich nicht die ganze Nacht Kräuter gemahlen, damit seine Lordschaft sie am Bett liegen lässt. Schon wieder. Das habt ihr nicht, Lady Taya. Vielen Dank. Bring dein Bruder in einem Stück zurück. Oder höchstens zwei. Sonst kann selbst ich nichts für ihn tun. Ich werde es versuchen. So, mir scheint, alles Sagenswerte wurde gesagt. Doch das hat mich noch nie abgehalten. Tut, was getan werden muss, ihr zwei. Und sorgt euch bitte nicht um uns. Wir werden unser Bestes geben. Versprochen. Können wir los? Noch nicht. Tja. Es ist soweit, nicht wahr? Leider ja. Pass gut auf ihn auf. Und du? Passt gut auf sie auf, mein Junge. Vergiss nicht, Clive. Du hast deinen Weg gewählt. Vertraue auf ihn. Ich tue es. Ich komme zurück. Versprochen. Ich liebe dich, Jill. Ich weiß. Ich liebe dich auch.
los. Töten wir einen Gott. So, töten wir einen Gott. Okay. Ultima. Ursprung. Okay. Gewaltig. Sie kommen! Gut festhalten! Du dich auch! Also ist Ursprung. Nichts aus dieser Welt. Wo alles begann, wo alles beginnt, unsere Arche, eure Wiege. Da ist er. Es war hier. Hier schliefen wir. Hier warteten wir. Jahrhunderte. Haltend an unseren zerfallenden Hüllen. Aus Angst, ihrer wieder zu bedürfen. Irgendwann. Bis du nach langem erschienen bist. Und nun wird unser Werk vollendet. Was jetzt? Wir sind zu dritt und erst allein. Zeigen wir es ihm. Erfahren.
wenn das so anfängt. Ja, genau. Genau. Ich kann nichts machen, ne? Vor allem Ultima haut es immer ganz schön Hucke voll hier. Nein, falscher Knopf auch noch. Super, ganz, ganz toll. Falscher Knopf, aber wie billig ist das? Einfach ein Klick dann gewinnen. Scheiße. Zur Seite, Phönix! Für das, was du getan hast, wirst du bezahlen! Jetzt ist das hier. Purgatorium. Offenbarung. Und was haben wir noch? Mega Flair. Oh. Um Gottes Willen. Ja, komm, nee, nee. Das geht auch gleich erst los. Ich wollte gerade sagen, keine Erfahrungspunkte, Punkte, keine Beute, nix. Hättest du dich gefügt, wäre uns allen dieses Ungemach erspart geblieben. Jim, weißt du, was du trinken wollen? Was ist wirklich? Wenn du bist, wäre ganz cool. Ah, Dion opfert sich, wa? Ja, nicht umdrehen. Geht zu klar. Alles weggebrutzelt. Tja, Dion. Oh, lebt er noch? Ist ein
Na, war dann so, ne? Okay. Ich hatte befürchtet. Was ist? Übrigens, du siehst furchtbar aus. Na, du aber auch. Ach, halb so wild. Und Dion? Nimm meine Hand. Mach dir um mich kein... Ja, Joshua. Oh, das ist übel. Der stimmt doch jetzt nicht weg hier kurz am Ende. Oh, ja. Weiter. Das Kampfareal schleppen oder was? So, das jetzt. Okay. Schneller geht auch nicht. Logischerweise. Es tut mir leid wegen Dion. Nicht. Bitte. Er tat, was er tun musste. Nun tun wir es ihm nach. Und erstmal da rauskommen, ne? Ja, schon kann sie erstmal gleich den wahrscheinlich hier am Rand rausholen, ne? Da kann er gar nicht mitmachen hier. Geht's noch? Weil ich huste? Zum 100. Mal, Clive. Ich bin ja schon still. Oh, ein langer Marsch. Dieses Licht, so kalt, so leer. Wir sind fast da, oder? Sieht so aus. Ich will gar nicht daran denken, was uns dort erwartet. Dann denk an alle, die zu Hause auf uns warten. Ein bisschen Castlevania-Style, oder? Ganz klein bisschen mit der Musik. Sind das etwa? Das sind wir. Dies ist der Ursprung. Der Ursprung des Lebens. Des euren und uns.
unserem, als wir der Welt zusahen, wie sie kriechend auf ihr Ende zuging, wagten wir an dieser Stelle einen Neuanfang. Und nun werde ich mit dem geernteten Äther den ewigen Schlummer unserer Art beenden. Auf dass wir gemeinsam eine Zeit der Vernunft einläuten können. Es ging dir nie ums Erschaffen. Nur um Selbsterhaltung. Die ganze Welt hast du zum Tode verurteilt, damit du allein entkommen kannst. Allein. Allein. Clive, ich verstehe es jetzt. Psycho. Wir sollten die Mutterkristalle zerstören. Das ist immer dein Plan gewesen. Na, ganz toll. Du hast uns wohl gedient, Mythos. Und wir haben dir zu danken. Ihr habt beide euren Teil getan. Nun komm zu uns, Bruder. Ich dachte, es liege an mir. Aber es war nicht meine Kraft, die geschwunden ist. Sie waren es. Sie wurden stärker. Geht mir jetzt ab. Joshua! Nein! Endlich werden wir eins. Schmelzung von den singenden Flammen Ifrits und den heilenden Flammen des Phönix. Dies hielt ich bisher immer für Ultimas wahre Form. Aber ich lag falsch. Ich erkenne jetzt, warum du nie und nimmer zu seinem Leib wirst. Das ist jetzt egal. Aber das ist nicht egal. Warum? Warum? Clive, hör mir zu. Denk an die Wandbilder. Die Menschen wussten einst, dass Ultima ihr Gott war. Dass er sie erschuf. Und sie verehrten ihn, beteten zu ihm. Erhofften sich Rat von ihm. Vergebens. Vergebens, ja. Er schenkte uns kein Gehör. Er kannte unseren Willen nicht an. Und so kamen wir von seinem Weg ab und schufen uns einen eigenen. Er war so in seine Begierden versunken.
so getrieben vom eigenen Willen, dass er das Einzige nicht sah, das ihm wahre Macht eingebracht hätte. Glaube. Der Glaube, wie ihn alle in dich setzen. Der Glaube, dass du ihren Traum erfüllen wirst. Sitztraum von einer besseren Welt für uns alle. Der Glaube, dass du in Vaters Fußstapfen trittst, um all jenen in Not zu helfen. Dass du Jills Wunsch erhören wirst und dich selbst rettest. Der Unterschied ist, Clive, dass du zugehört hast. Und das hat unsere Bindung gestärkt. Bindungen, die dich standhaft bleiben ließen, als Ultimas Einfluss am stärksten war. Seine Macht ist vielleicht absolut, aber unsere auch. So wie deine es sein wird. Mit meinem Licht in deinem Herzen kann uns nicht einmal ein Gott aufhalten. Joshua! Nicht du. Genug, Clive. Für mich ist es zu spät. Wenn mich die Wunde nicht tötet, dann der Fluch. Nein. Sieh mich an, Joshua. Nein. Mach die Augen auf. Mach sie auf, verdammt. Wieso hast du das getan? Joshua. Joshua! Und so fügen sich die Teile zu einem Ganzen. Nun ist alles vorbereitet. Es bleibt nur noch eins. Hat der aus seinem Kopf.